Willkommen zurück, Teil 5 unserer kleinen Serie über die Portfoliomodelle. Und wir waren beim Boston-Fenster und ich zeige Ihnen nochmal Schritt für Schritt die Entwicklung dieses berühmten Boston-Fensters und machen Sie es genauso. Erstens der relative Marktanteil. Der relative Marktanteil ist der eigene Marktanteil im Verhältnis zum größten Konkurrenten. An der Ordinate steht das Marktwachstum. Wir skalieren in niedrig und hoch. Wir skalieren in niedrig und hoch, wir ziehen die Linien durch und erhalten vier Felder, das berühmte Boston-Fenster, soweit ich das hier freihändig hinkriege. So, hier unten, das sind die armen Hunde, die Poor Dogs. Hier, das sind die Fragezeichen, hier sind die Stars und hier sind die Cash Cows. Wenn Ihnen das alles jetzt zu schnell geht, schauen Sie bitte Video Teil 1 bis 4. Denn hier geht es um die Normstrategie. Was ist die Normstrategie für die armen Hunde? Die Normstrategie lautet desinvestieren. Investieren heißt ja wörtlich einkleiden, also das heißt hier ausziehen, raus, nichts mehr weitermachen, nicht mehr ausbauen. Denn die Poor Dogs sind am Ende ihres Lebenszyklus. Hier hinter dem Modell steckt ja das Lebenszyklusmodell. Bei den Fragezeichen ist die Strategieempfehlung zweigeteilt. Entweder investieren oder auch wie unten desinvestieren. Deswegen heißen die Dinger Fragezeichen, weil man das eben nicht genau weiß. Investieren oder desinvestieren. Bei den Stars lautet die Strategieempfehlung investieren. Und bei den Cash Cows lautet die Strategieempfehlung melken. Melken. Ja, hier oben investieren, hoher relativer Marktanteil, hohes Marktwachstum, weiter ausbauen. Hier melken. Melken bedeutet Abziehen der finanziellen Mittel, denn Cash Cows bedeutet, die bringen Liquidität. Die sind dick im Markt drin. Ja, so wie Aspirin bei Bayer zum Beispiel ist eine Cash-Cow dick im Markt drin. Das Marktwachstum ist nicht mehr so hoch, allein deswegen, weil das Unternehmen oder das Produkt besser gesagt dick im Markt drin ist. Das heißt, hier kommen die liquiden Mittel her. Im nächsten Video schauen wir, was wir mit dem Boston-Fenster noch so alles machen können, zum Beispiel seine Nutzung als Controlling-Instrument. Ja, vielen Dank. Schauen Sie auch unter spaßlerndenk-shop.de für weitere Lernhilfen. Vielen Dank.